Ja, liebe Leute, guten Abend, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter mit der Eroberung der Stadt, der nächsten Stadtteile. Ich weiß noch nicht, was uns jetzt genau erwartet, da es auch schon wieder etwas länger her ist, als ich das letzte Mal gespielt habe. Müssen wir mal gleich gucken, was wir so haben. Auf jeden Fall geht es erstmal weiter, glaube ich, mit der Eroberung. Wir müssen nämlich leveln, wir brauchen Minimum Level 6, um überhaupt South Park heißt das Ding, glaube ich, vernünftig zu erobern zu können, weil momentan ist die gute Dame da ein bisschen zu stark für uns. So, ich glaube, von meinem Kaffee genommen, dann kann man nämlich direkt weitermachen, damit ich so nach und nach wach werde. Ich bin auch von so einer Stunde erst wach oder so. Und jetzt schon wieder dran. Naja, alles gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, deswegen machen wir die Folge momentan nicht so lang, weil ich ein bisschen was ziehen muss. Oder ziehen werde, will, wie auch immer. Genau, Lambert, da sind wir dran gewesen. Ich gucke gerade mal, was wir hier als nächstes in der Nähe haben. Hier ist eine Kopfgeldjagd, die machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch eine Templerjagd. Ach gut, dann wissen wir zumindest, was wir heute und morgen machen. Vermute ich mal zumindest, dass wir das hier alles durchkriegen. Ja, dann machen wir heute hier die nächsten Dings. Dann haben wir nämlich Lambeth, das kriegen wir hin. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Also, das sind in den nächsten Folgen passiert auf jeden Fall, dass wir Lambeth erstmal erobern. Aber ja, die nächste Aufgabe, wie gesagt, ist das, was für uns jetzt ansteht. Erstmal diese Kopfgeldjagd. Da hat sich irgendwer uns gesehen, sehe ich gerade. Ja, komm mal hier mit Freude. Willst du mit mir? Nicht mit mir. Da ist irgendwo ein Zivilist, der beschützt werden will. So. Machen wir das doch mal eben kurz, dann haben wir die nämlich auch weg. Ich dachte, wenn die Städte erobert sind, oder ich denke mal, wenn komplette Stadtteile erobert sind. Ach ne, okay, das brauchen wir nicht jetzt. So. Gut. Ja, wie gesagt, dann machen wir wieder zwischendurch die Leute hier ein bisschen abwachsen, zumindest was so Feindpräsenz betrifft. Dann gucken wir mal da oben. Also auf jeden Fall ist irgendwo eine Kopfgeld. Ja, das heißt, ich gehe erstmal hoch auf die aufs Dach, damit ich überhaupt weiß, was so ansteht. Also in der letzten Folge weiß ich auf jeden Fall, hat man den Typen diesen Sprungfeder-Jack, den wir da gemurkst haben. Das erinnere ich mich, als ich die Folge noch hochgeladen habe. Ja, beziehungsweise gepostet habe. Weil bei mir läuft Assassin's Creed eigentlich immer alles außer Dienstags und Sonntags. Normalerweise, weil da meine Formel 1 Rennen sind. Wobei Dienstag bei der Stream auf meinem Kanal läuft und sonntags bei uns auf dem Liga-Kanal läuft, aber ja, vorletzte Woche Sonntag ist es ja ausgefallen. Leider. Aufgrund meiner Internetprobleme. So, okay. Anderes Thema. Assassin's Creed. Und wir gucken mal, was wir als nächstes haben. Ich muss Jesse Butler auf jeden Fall aufspüren. Das ist unser nächstes Ziel. Das heißt, ich guck mal, ob ich den hier hoch. Warte mal, ich muss gerade was gucken. Ich muss hier mal rüber. Okay, dann machen wir was anders. Nee, das war eigentlich nicht der Plan. Okay, aber egal. Weil ich will den Typen, der da unten steht, will ich nämlich erstmal mit dem Attentat holen. Das war den. Ach, scheiße, die haben es gesehen. Na gut, Level 3 sollte nicht das Mega-Problem sein. Den nehmen wir mal mit. Klatsch! So. Gucken wir mal, wo da irgendwo Feindpräsenz ist. Ich plündere die Jungs mal hier eben noch schnell. So. Da das ja kein Attentat war, das heißt natürlich, dass ich die Nummer extra plündern muss. Aber mal gucken, ja, ich guck das jetzt gerade mal. Wo sind die Knu? Wo sind meine Freunde? Hier unten. So, das sind also noch Minimum 2. Okay. Krieg ich den da? Komm, das machen wir so. Erledigt. So, die muss ich gerade gucken, wo der steht. Der steht hier vorne. Oh nein! Sie haben einen erwischt. Was will der denn hier?
Ja, gut. Dann immer noch ein Mädel. Das stimmt nicht. Kopflos! Dann habe ich nämlich die Dings mal ein bisschen frei. Jetzt ist gerade die große Frage, wo ist der Typ? Wir sollen ja hier ein Ziel leben. Also, Jesse Butler. Ob das ein Mädel oder eine Frau ist, weiß ich gerade nicht, weil Jesse kann auch durchaus die Kurzform von Jessica sein. Und das ist sie. Nee, das ist er. Was soll das? Sei still. Lass mich in Ruhe. Ganz langsam. Ja, das... Was machst du denn da? Lass mich los! Halt die Klappe. Die Polizei will mit Ihnen reden, Mr. Butler. Du hast den falschen Mann. Ich bin unschuldig. Ich kenne wichtige Leute. Mich hältst du nicht lange fest. Ja, Schatz, ich kann ihn nicht hier runterbringen, oder was? Lass mich in Ruhe. Wir sind schon richtig gute Freunde, oder? So, Lim, ich würde den ja gerne da... Kann ich dich da irgendwie runter? Lass doch mal! Dir, hör auf zu zappeln. Jetzt warte, ich mach das jetzt ganz einfach. Jamie, hilf mir! Ist leider jetzt so. Eigentlich wollte ich ihn anders mitnehmen, aber schade. Eigentlich war es anders geplant. Ja, kann ich da echt nicht runter? Ich kann da nicht runter, wenn ich einen Typen auf dem Arm hab? Okay. Gut, dann müssen wir... Ach, ernsthaft, ja. Okay, gut. Das ist mal ein bisschen blöd, weil eigentlich steht die Kutsche nämlich hier vorne. Dementsprechend muss ich jetzt gerade mal mich orientieren, wo ich hier lang muss, weil ich muss jetzt die zwei Polizisten da noch holen. Die werde ich jetzt natürlich mir erstmal ausschalten. Du musst jetzt erstmal hier liegen, mein Freund. Ja, das hatte ich jetzt blöd, dass die beide jetzt noch sehen. Na gut, ich hätte es jetzt anders machen können. Ich hätte es erst ausschalten müssen. Aber gut, muss ich jetzt akzeptieren. Naja, das ist jetzt ärgerlich, natürlich, klar. Geh mal weg, bitte. Dankeschön. So, dann verstecken wir dich mal hier rein. Dann sollst du. So, dann müssen wir den Typen jetzt auch abliefern, halbwegs vernünftig. Langsamer! Lauf schön weiter. Leider kriegen wir nicht die volle Kohle, das war den ja. Weil wir den ja leider killen mussten, den Jungen. Aber das habe ich ein bisschen unklug gelöst. Das hätte ich ein bisschen anders lösen müssen. Aber zumindest ist die Aufgabe erledigt. Und was soll ich so mit ihm anfangen? Ja, das ist nicht mein Problem. Ich habe nur meine Aufgabe erledigt. Kopfgeldjagd ist gelöst auf jeden Fall. Erstmal hier in Lembes. So, das nächste Ziel ist... Was ist denn das für ein Level hier? 5, okay. Wir sind ja 5, glaube ich, sind wir auch. Aber erstmal die Templerjagd. Das ist zumindest das, was als nächstes ansteht. Beziehungsweise das, was uns als nächstes anstehen könnte. Ich weiß ja nicht, was so noch passiert. Was steht denn hier auf dem Schild? Ah, ne, das ist eine Zeitung, okay. Das wäre so ein Schild gewesen oder so. Ja, komm her. Guck mal. So, ich muss wieder Templerjagd machen.
gut. Kopfgeldjagd. Aber eigentlich müssen doch, wenn ich das richtig verstehe, mit Kopfgeldern, die müssten doch eigentlich entweder tot oder lebendig abgeliefert werden. Gut, wenn du natürlich lebendig ablieferst, hast du natürlich noch ein bisschen. Warum knüpfen wir uns nicht ein paar Blighters vor? Ja, Boss. Ja gut, es gibt nur halt nicht so viel Kohle, wenn sie halt. Nehmen. Okay, nee, alles gut. Ich war nur mit dem Gedankenweg mal ein bisschen woanders. So, also, einmal Templerjagd. Ah. Ja, wie gesagt, das ist auch das Level. Auch die Ecke hier muss ja mal gemacht werden und das ist ja das, was wohl jetzt als nächstes ansteht. Warte mal, wo steht denn der? Jetzt. Steht der hier unten oder steht der oben? Der steht oben, ne? Ja, den kriegen wir schon wieder. Ach, das ist tatsächlich. Das ist schon die Templerjagd, glaube ich. Das ist. So, machen wir mal anders jetzt. Ich gehe jetzt mal gerade weg, weil ich muss jetzt gerade mal eben auf ein Dach. Weil ich. Das ist für mich am einfachsten jetzt gerade. Ist das ein Feind? Der ist kein Feind. Mal gucken, wo die sind überhaupt hier. Hier sind die anders. Ah, da hinten stehen sie. Kann ich hier nicht runtertreten? Weil dann wird er ja sofort instant tot. Aber gut. Unsere Aufgabe ist noch ein Doppelattentat auf die Ziele zu verschieben. Verüben. Nicht verführen. Mein Gott. Der ist tot. Ach, das war der schon. Oh, schade. Okay, dann haben wir erstmal nur ab. Dann hauen wir einfach mal nur ab. Aufgabe erledigt. Na, wieder ein bisschen was dazu bekommen. Henry Green, okay. Dann haben wir das auch erledigt, das große Gebiet hier. Dann haben wir bald Lembes durch, ne? Weil dann steht nämlich hier noch eine Kopfgeldjagd an. Und dann muss ich nochmal hoch synchronisieren. Und dann muss ich nämlich dahin, dann muss ich nämlich synchronisieren, den Aussichtspunkt. Und dann weiß ich ungefähr, was das letzte Viertel hat. Gut. Aber würde sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate und dann geht's weiter mit der Eroberung hier. Bis dahin und bye bye.